Donnerstag in einer Sitzungswoche. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Deutschen Bundestag. Die Parlamentarier haben heute wieder ein pickepackevolles Programm. Und wie Sie das gewohnt sind, können Sie das Ganze hier bei Phoenix live verfolgen. Es geht natürlich um Energie, um Gas etc. Es geht um den Ukraine-Krieg. Aber gleich zu Beginn beschäftigen sich die Abgeordneten hier mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich mit der Digitalstrategie der Bundesregierung. Die deutsche Wirtschaft leidet nicht nur unter den hohen Energiepreisen, sondern auch unter der fehlenden Digitalisierung in der größten Volkswirtschaft in Europa. So haben nur 6,3% der deutschen Haushalte einen Glasfaseranschluss. Im internationalen Vergleich ist das nur Platz 78. Vorne liegen die Arabischen Emirate mit fast 97%, gefolgt von Singapur 95,8% und China 94,9%. Der europäische Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, da rangiert Deutschland nur auf Platz 13, und bei der Durchdringung der Wirtschaftsunternehmen mit digital, da liegt Deutschland nur auf Platz 16. Da muss also einiges passieren, und der zuständige Digitalminister und Verkehrsminister Volker Wissing hat die Digitalstrategie in Meseberg bei der Klausur vorgestellt, und heute beraten also die Abgeordneten, und das will ich auch tun mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Carina Konrad, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, und Nadine Schön in der gleichen Funktion für die CDU-CSU. Frau Konrad, guten Morgen. Bevor wir über die Inhalte quasi reden, zunächst mal zur Struktur. Also ich war schon ein bisschen überrascht, als die Ampel sich gebildet hat, dass es kein eigenes Digitalministerium vielleicht mit Bildung gibt. Das war gerade von vielen FDP-Politikern immer gefordert worden. Selbst aus der Union gab es diese Stimmen, und die Union hat heute einen eigenen Antrag vorgelegt, da fordert sie das auch. Das Problem ist ja, dass eben in den vergangenen Legislaturperioden dieses Thema immer so ein bisschen aufgesplittet war. Keiner wusste, wer dafür zuständig ist. Jetzt hat also der Verkehrsminister nach wie vor den Hut auf. Das war in der vergangenen Regierung auch so, und hat wieder viele Dinge wegdelegiert. Das ist doch wieder eine Zersplitterung. Nein, es ist genau das Umgekehrte. Der Digitalminister hat jetzt den Hut auf, das haben Sie richtig gesagt. Und der große Erfolg, der ja auch sich hinter dieser Digitalstrategie verbirgt, ist, dass jetzt alle Ressorts auch zuliefern und sich verbindliche Ziele geben und darüber tatsächlich dann auch als, oder man kann es auch sagen, darunter als Fundament das gebaut wird, was notwendig ist in Deutschland, um tatsächlich Digitalisierung wirklich voranzubringen und sich nicht immer nur im Klein-Klein zu verlieren und den Stillstand zu verwalten, wie das in der Vergangenheit war, ist, dass man mit drei Hebelprojekten wirklich auch die Grundlage dafür setzt, dass jetzt Digitalisierung auch in der Fläche ausgerollt wird und auch so, dass die Menschen das merken, eine spürbare Verbesserung merken, und dass vor allen Dingen auch, und Sie haben es gerade erwähnt, die Unternehmen eine spürbare Verbesserung merken. Wir haben diese Krise, und gerade weil wir im Moment die Krisen haben, ist es umso wichtiger, tatsächlich jetzt auch Deutschland zu modernisieren, um dann auch mit Schwung nochmal nach vorne schauen zu können. Nochmal ganz kurz zurückgeschaut mit Ihnen, Frau Schön, denn schließlich hat die CDU, CSU 16 Jahre die Bundeskanzlerin gestellt. Es wurde über Flugtaxis spekuliert etc. Und am Schluss kam reichlich wenig raus. Ich habe ja die bitteren Zahlen eben vorgelesen. Was ist da schiefgelaufen? War es nur die Organisation, oder ist das so ein Orchideenthema, das man einfach dann gerne auch mal links liegen lässt? Es wurden nicht nur über Flugtaxis spekuliert. Es gibt jetzt Flugtaxen. Also ich wundere mich auch, dass der Verkehrsminister sich so lustig macht die ganze Zeit über das Thema. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es mehr Koordinierung braucht bei der Digitalpolitik. Wir hatten das in der letzten Legislaturperiode aus dem Kanzleramt heraus gemacht, eine Steuerung über alle Ressorts hinweg. Und die Erkenntnis war, dass wir das noch mit mehr unterfüttern müssen, dass es ein eigenes Digitalministerium braucht, was eine Steuerungsfunktion hat, was Mitarbeiter hat, die diese Koordinierung machen können. Und das war auch immer der Wunsch der FDP. Was haben Sie jetzt gemacht? Sie haben das nochmal zurückgegliedert in die Ressortstruktur, haben nur den Namen getauscht beim Verkehrsminister. Der heißt jetzt Minister für Digitales und Verkehr. Und der hat aber nicht mehr Kompetenzen als frühere Minister. Und er sagt auch selbst, also die Digitalstrategie liegt jetzt da. Ab sofort ist jedes Haus dafür verantwortlich, dass die Projekte umgesetzt werden. Wir finden in dieser Strategie keine messbaren Ziele, ganz wenige. Wir finden keine klare Steuerung, kein Monitoring. Und es wird mehr oder weniger dem Zufall überlassen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Da muss ich sagen, da ist aus der Vergangenheit nicht gelernt worden. Im Gegenteil, das ist ein Rückschritt. Frau Konrad, der Minister hat Ziele definiert bis 2025 und dann die Endziele quasi bis zum Jahre 2030. Er hat 18 Leuchtturmprojekte benannt, zum Beispiel die Glasfaserverkabelung, 50%
Prozent bis zum Jahre 2025. Da sagen viele, das ist wenig ambitioniert. Allerdings, bevor wir ins Kleinere gehen, gucken wir mal aufs Große. Einer der Hauptkritikpunkte ist ja, es steht überhaupt nichts über Geld da drin. Und das ist natürlich hochsensibel in der Zeit jetzt, wo wir sehen, dass es an allen Ecken und Enden fehlt, muss man doch Sorge tragen, dass diese Projekte niemals mit Leben erfüllt werden können. Also erstmal bin ich froh, dass ihr es klargestellt habt. Natürlich sind klar definierte Ziele drin. Und wenn man sich selbst Jahreszahlen gibt als Bundesregierung, finde ich das als Abgeordneter schon mal einen ziemlich guten Richtwert dafür, dass wir nachher auch genau schauen können, wie schnell jetzt die Ressorts umsetzen. Und natürlich hängt auch alles mit Geld zusammen. Und in den Ressorts gibt es ja jeweils auch Digitalbudgets für die einzelnen Maßnahmen. Aber was wichtig ist, und das will ich auch noch mal betonen an der Stelle, ist tatsächlich, dass man die Grundlage jetzt endlich mal schafft. Man kann viel über Klein-Klein reden. Und das wurde auch in der Vergangenheit viel getan. Aber wenn man wirklich einen Nutzen für die Unternehmen, für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben will, dann muss man auch das Fundament bauen dafür, dass Digitalisierung überhaupt in der Fläche notwendig ist. Wir haben bis heute keine digitalen IDs. Wir haben bis heute zu wenig Glasfaser in der Fläche. Wir haben zu wenig 5G-Anschlüsse und Ausbau in der Fläche. Und auch, ich sag mal, Vereinheitlichung, Standards bei Daten, damit auch ein weltweiter, in Europa weiter Austausch stattfinden kann, ist ganz zentral dafür, dass auch wirklich ein messbarer Mehrwert nachher da ist. Und das sind Dinge, die jetzt auch vehement angegangen werden und ehrlicherweise, die auch lange schon hätten erledigt sein können. Wir haben ja da gar keinen Dissens, deshalb wundert mich das auch, dass dann einfach immer nur gemeckert wird, was könnte noch besser, noch mehr, noch schneller sein. Das ist auch die Aufgabe der Opposition, ganz eindeutig, aber wir müssen tatsächlich auch an einem Strang ziehen und erkennen, dass das hier jetzt wirklich ein zentrales Projekt ist, um Deutschland auch zu modernisieren und diesen Stillstand zu beenden. Da hat man es einfach in der Opposition, Kritik ist da ja quasi eingepreist. Frau Schön, Peter Altmaier hat sehr häufig gesagt, ich traue mich überhaupt nicht und ich mache das auch nicht mehr aus Autos oder Zügen, meine Ministerkollegen in Europa oder woanders anzurufen, das ist ja peinlich, weil wir nach wie vor natürlich in Deutschland wirklich eine, also gerade im Telefonbereich, ein System haben, was wirklich weit hinten liegt, sage ich mal vorsichtig. Auch da hat ja die zuständigen Minister der Union ja nicht absichtlich versagt, sondern das liegt natürlich auch an einem Punkt, der klar diskutiert werden muss, den hat Herr Wissing ja auch benannt. Da geht es nämlich um die Kompetenzstreitigkeiten zwischen Kommunen, Ländern und Bund. Also mal eben da überall solche Telefonmasten hochzuziehen, 5G mal eben an der Seite von Bahnstrecken zu installieren, hört sich gut an. Funktioniert aber deswegen nicht. Haben Sie eine Lösung, wie man das ändern kann? Ja, in der Gigabit-Strategie sind ja Lösungen drin und die setzen auch auf dem auf, was wir vorbereitet haben. Wir haben in der letzten Legislaturperiode ein Telekommunikationsgesetz neu geschaffen, was es zum Beispiel ermöglicht, in den Häusern die Inhouse-Verkabelung, also wirklich das Glasfaser bis ins Haus, zu erleichtern. Da müsste die Regierung jetzt ansetzen und weitermachen. Wir haben beim Mobilfunkausbau bei der letzten Auktion als Parlament darauf gedrängt, dass die Versorgungsauflagen stärker werden. Das erwarte ich jetzt natürlich auch bei der nächsten Auktion. Und vor allem dürfen wir nicht nur Auflagen machen, sondern die Bundesnetzagentur muss das auch noch strenger monitoren, strenger kontrollieren, selbst Messungen machen. Denn der gefühlte Ausbau ist nicht der gleiche, wie die Mobilfunkunternehmen sagen, was sie ausgebaut haben. Auch in den Rankings, wir sind gut vorangekommen, aber die Bedarfe werden eben auch größer. Wir brauchen heute viel mehr Datenmengen, als wir es noch vor wenigen Jahren gebraucht werden. Und deshalb muss auch das Wachstum genauso mitgehen. Da sind wir auf einem guten Weg. In der Anhörung wurde auch gesagt, im Prinzip sind die Ziele, die da jetzt drinstehen, ist das, was alles schon vorbereitet war. Also wenn da jetzt wirklich eine Schippe draufgelegt werden soll, dann braucht es eben auch konkrete Maßnahmen. Da hat der Minister auch 2, 3 vorgeschlagen. Leider hat er sie teilweise wieder einkassiert, wie zum Beispiel den Fonds, von dem wir gar nicht wissen, ob er kommt oder ob er nicht kommt. Glasfaserkabel ist das Stichwort. 8,1 Millionen Haushalte, da liegt das Glasfaserkabel an, aber nur 3,8 Millionen Haushalte haben bisher einen Vertrag abgeschlossen. 12 Millionen Leitungen liegen in der Nähe und der Rest ist Schweigen. Wir haben über 40 Millionen Haushalte. Man hat ausgerechnet, wenn man das Glasfaserkabel so verlegt, wie es vorgesehen ist, nämlich mit 60 cm tiefer Tiefbauweise, dann wird das ewig dauern, ehe Deutschland Glasfaserkabel komplett hat. Deswegen gibt es ja jetzt diese Ritzmethode, dass man den Asphalt nur anritzt. Da sagen jetzt aber die Kommunen schon, das ist gefährlich, da gibt es Schäden und jetzt wird schon als erstes wieder über einen Fonds berichtet, den der Minister plant. Das kostet alles
ist ein wahnsinniges Geld. Und wie geht es schneller? Ja, Sie haben gerade so ein bisschen richtig schön auch die Problematik, die Widersprüche aufgezählt. Auf der einen Seite sagt natürlich jeder, er will das haben. Aber wenn dann die Baumaßnahme vor der eigenen Haustür stattfindet, in der eigenen Kommune, gab es ja oft immer Widerstände. Ich glaube schon, dass sich dieser Geist geändert hat, vor allen Dingen, weil sich dieser Geist auch mittlerweile in der Politik insgesamt geändert hat. Wir haben in der letzten Legislaturperiode noch vernommen, dass man 5G eben nicht an jeder Milchkanne bräuchte. Ich glaube, mittlerweile gibt es doch Einigkeit darüber, dass man das braucht und dass wir, um Deutschland zu modernisieren, auch vorankommen muss. Und das hängt auch ganz viel damit zusammen, wie schnell solche Dinge gehen und welche Verfahren angewendet werden, wie Ausschreibungen designt werden. Da gab es in der Vergangenheit, glaube ich, auch Erkenntnisse, die in der Zukunft zu Verbesserungen führen können, wenn man gerade darüber redet, welche Methoden werden angewendet, aber auch, wie designt man denn Ausschreibungen überhaupt, damit man auch schneller vorkommt, weil am Ende muss das Kabel gelegt werden. Dafür braucht es auch Menschen, die das machen. Dafür braucht es aber auch die Bereitschaft von Kommunen, das mit umsetzen zu wollen. Und wenn ich bei mir so im Wahlkreis unterwegs bin, sehe ich überall Schilder, wo tatsächlich im Moment auch dafür geworben wird und angekündigt wird, dass Glasfaser jetzt auch in die Fläche kommt und dass wir da jetzt noch schneller werden und auch im Ausschreibungsdesign, auch im Förderdesign so vorgehen, dass die unterversorgten Flächen dann auch versorgt werden. Das ist ein großer Gewinn. Und das haben wir halt auch jetzt fest vor. Frau Schön, was kann Berlin von Schleswig-Holstein lernen? Schleswig-Holstein hat 61% Glasfaserkabel anliegen, Berlin nur 10. Und Berlin hat auch den traurigen letzten Platz in der 5G-Technik. Was läuft da falsch? Ja, es kommt sehr darauf an, wie das vor Ort umgesetzt wird. Im Saarland haben wir für das ganze Land eine zentrale Ausschreibung gemacht und da läuft der Ausbau der Glasfaseranbindung in jedes Haus flächendeckend, weil die Landesregierung sich zentral dem Thema angenommen hat. Das ist in anderen Ländern leider nicht so, da können wir als Bund auch nur bedingt was machen. Aber was wir eben machen können, sind die Rahmenbedingungen machen. Und Frau Konrad hat ja jetzt eben auf Ihre Frage nicht geantwortet, was nämlich zum Beispiel mit diesem Fonds ist, der dazu dienen soll, wenn man diese alternativen Verlegemethoden macht, also nur das Trenching-Verfahren im Bordstein und es passiert was, es gibt, die Straße geht kaputt, dann hat der Minister angekündigt, einen Fonds zu schaffen, um diese Schäden dann aus diesem Fonds heraus zu bezahlen. Mittlerweile ist in der Strategie nur noch ein Prüfauftrag und es gibt auch Streit darüber, wer diesen Fonds bezahlen soll. Es gibt noch kein Konzept, ich weiß nicht, ob er kommt. Deswegen teile ich ja alle Ziele und sehe auch die Bedarfe, aber ich sehe noch nicht, dass das, was in der Gigabit-Strategie drinsteht, die jetzt ein halbes Jahr alt ist, dass die Themen auch progressiv angegangen werden. Und warum ist das alles so wichtig? Also die deutschen Industrieunternehmen nur auf Platz 16 in Europa, was die Verkabelung zum Beispiel angeht, das Digitale. Da hat der Minister gesagt, wir müssen mindestens zu Platz 10 kommen. Und jeder Bürger merkt es ja täglich. Also wenn man einen Personalausweis braucht oder einen Führerschein, das dauert alles ewig. Selbst die Ukrainer, die zu uns kommen, lächeln darüber. Bei denen lief es viel besser. Also gerade auch in dem Bereich der Verwaltung. Warum schafft es Deutschland nicht, den E-Personalausweis endlich einzuführen und in ein Handy zu integrieren? Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir auch gestellt, als wir in dieser Legislaturperiode zusammengekommen sind, dann auch Koalitionsverhandlungen geführt haben. Und die haben wir uns ehrlicherweise alle zusammengestellt als Ampelkoalition. Und deshalb wird es da jetzt auch so kommen, dass wir diese digitale Identitäten schaffen, die Voraussetzungen sind dafür, dass man den Führerschein digitalisiert hat, dass man seinen Pass digitalisiert hat, dass man auch sein Covid-Zertifikat beispielsweise digitalisiert hat und vieles, vieles mehr. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch in der Digitalisierung der Verwaltung vorankommen, weil Digitalisierung, das ist mehr als ein Blatt Papier zu einer PDF einzuscannen und irgendwo abzulegen digital, sondern es ist tatsächlich auch, dass Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag Vereinfachungen haben und dass es auch spürbar ist für Unternehmen, gerade bei Gewerbesteueranmeldungen, bei vielen Dingen, die Unternehmen heute wahnsinnig belasten, bürokratisch in ihrem Alltag, dass es da auch zu spürbaren Vereinfachungen kommt, damit unser Unternehmensstandort auch nachhaltig und wettbewerbsfähig ist. Klingt immer gut, wenn es dann in die reale Umsetzung geht, dann dauert das ewig. Ich höre die Klingel, Sie müssen rein.